In diesem Video wollen wir uns Part 2 anschauen, wie du es schaffst, dass deine Prozesse effektiver werden, dass deine Leute einfach produktiver arbeiten und du mehr aus der Arbeitszeit rausholst und die Leute natürlich selber auch. Viel Spaß dabei. Ja, wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass natürlich das erste Thema sein sollte, dass man eine gute Struktur halt schafft, dass man im Endeffekt Fehler vermeidet. Das sollte ja das erste Ziel sein. Das zweite Thema, das ist noch eine Stufe vorgelagert und wird für dich sogar an vielen Stellen einfacher umzusetzen sein, ist nämlich, dass wir das Thema Kommunikation vermeiden. So, was heißt Kommunikation eigentlich? Kommunikation bedeutet, Monteur wird auf die Baustelle, Marvin ist jetzt der Monteur, Marvin fährt auf die Baustelle und Marvin ist jetzt vor Ort und sagt, da fehlt mir aber eine Info. Was macht der jetzt? Der ruft im Büro an und sagt, hey, mir fehlt da eine Info zu dem Kunden, könnte mir mal sagen, was da los ist. Jetzt sagt das Büro, oh ja, finden wir gleich raus. Büro klärt das jetzt 15 Minuten, ruft dann wieder den Monteur an. 15 Minuten Arbeitszeit vergangen, der Monteur konnte in der Zeit nicht arbeiten, musste auf die Info warten. Das ist Kommunikation. Wir wollen Kommunikation im Unternehmen an möglichst vielen Stellen vermeiden. Weil Kommunikation A immer, wie in dem Fall, jetzt Zeitaufwand verursacht. Weil Kommunikation B, jetzt passiert es nämlich im nächsten Schritt, der Monteur bekommt jetzt, Marvin bekommt jetzt gesagt, ja, mach das so und so. Und er macht das so und so, wie er es verstanden hat, aber es wurde anders gemeint. Weil wir Menschen kommunizieren halt nicht einheitlich. Wir sind halt keine Computer, ich gebe hier einen Input und der versteht es genau so, sondern ich gebe hier einen Input und der versteht es so oder mal so oder mal so. Und das sorgt dafür, dass natürlich in Kommunikation an sich schon Fehler drin liegen einfach. Ja, also ich würde das ganze Thema Kommunikation in mindestens zwei Bereiche aufgliedern. Und zwar einmal gibt es das Thema präzise Kommunikation. Ja. Du musst in deinem Unternehmen eine Kultur auch haben, wo jeder darauf achtet, auch wirklich präzise zu kommunizieren. Weil sonst passieren Fehler, ja, sonst macht man irgendwelche Sachen, die so nicht gemeint waren. Und was meine ich mit präzise Kommunikation? Damit ist einfach gemeint, dass erstmal du als Chef, du musst damit natürlich anfangen, dass du auch einforderst von deinen Mitarbeitern, wenn du deinen Mitarbeitern zum Beispiel eine Frage stellst, ja, dass konkret auf diese gewisse Frage auch geantwortet wird. Ja. Oder dass, wenn du zum Beispiel nach Zahlen fragst, dass da nicht rumgeeiert wird, sondern dass dann auch gesagt wird, ja, wie genau ist denn das Maß jetzt? Ja, ich will das genaue Maß jetzt wissen. So. Also, dass dann wirklich auch da, du als Chef, du prägst ja diese Kultur in deiner Firma, wie kommuniziert wird. Und das musst du dann natürlich schaffen, dass das auch deine Mitarbeiter, oder dass du es erstmal einforderst von deinen Mitarbeitern und deine Mitarbeiter dann auch untereinander sich bemühen, sehr präzise zu kommunizieren. Ja, das heißt, ja, ich überlege gerade ein Beispiel, mir fällt jetzt spontan gerade noch kein gutes ein, aber ich gehe mal auf den anderen, vielleicht hast du gleich noch eins. Das andere Thema ist, Kommunikation im Idealfall auch asynchron zu machen. Ne? Was heißt das? Das heißt, dass ich zum Beispiel mal über eine digitale Baustellenmappe vielleicht mal alle Informationen dort eingetragen habe und ich mir dann einfach proaktiv als Monteur zum Beispiel, ja, wenn ich vor Ort bin beim Kunden, nochmal die Details also die Details anschauen kann. Ja, was wurde jetzt hier genau besprochen mit dem Kunden? Wie ist es hier genau niedergeschrieben? Und dass du dafür halt auch Regeln hast, wie das niedergeschrieben wird, damit das ein Monteur eben auch immer versteht. Klar wird es Situationen geben, wo nochmal irgendwas ganz Spezielles ist, wo es Unklarheiten gibt. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber sowas kann man halt reduzieren durch auch Prozesse innerhalb der Kommunikation. Ne? Ja. Und im Endeffekt, das sind so diese beiden Bereiche, also präzise Kommunikation und asynchrone Kommunikation. Asynchron, was heißt das? Das heißt ja letztendlich, dass ich nicht immer, ich gehe... Kann man ein Beispiel für synchrone vielleicht machen? Ja, eine synchrone Kommunikation ist einfach, ich gehe zum Chef, ne, ja, ins Büro als Monteur oder je nachdem, egal welche Position, ich gehe irgendwo hin zu jemandem und frage den, hier, wie ist denn das nochmal mit der und der Sache, wie war denn das hier gemeint? Ja. Erstens passiert dadurch, dass die Person, die jetzt gerade angesprochen wird, aus ihrer aktuellen Arbeit rausgerissen wird und zweitens kostet das halt beiden Leuten in dem Moment Zeit. Ne, das ist synchrone Kommunikation. Genau. Also beide müssen zur gleichen Zeit verfügbar sein, vielleicht sogar am gleichen Ort, aber nicht zwangsläufig. Genau. Man kann über das Telefon zum Beispiel auch synchron kommunizieren. Exakt. Aber sie müssen zur gleichen Zeit beide da sein, sonst geht die Botschaft einfach verloren. Exakt. Ganz simpel. Genau. Ja, und asynchrone Kommunikation ist einfach eine Botschaft, die möglichst sehr, sehr präzise kommuniziert ist, wird irgendwo abgelegt. Ja, das kann per Mail sein, das kann bei euch in der digitalen Baustellenmappe sein. Wenn ihr das noch nicht habt, schaut euch Videos auf unserem Kanal dazu an, da erklären wir sehr, sehr viel zu dem Thema. Und diese Informationen, die kann ich mir holen, die kann ich mir abrufen, ja, oder Kundeninformationen. Habt ihr vielleicht einen Kundenverwaltungssoftware, CRM, ne? Habt ihr sowas im Einsatz, kann ich da reinschauen und mir die Informationen direkt aus dem Kunden holen? Oder muss ich erstmal zur Kollegin rübergehen und sagen, was war denn nochmal mit dem und dem Kunden, was war denn da abgesprochen? Die Idee muss immer sein, selbst wenn kein anderer Mitarbeiter heute da ist, nur der eine, muss er trotzdem seine Arbeit machen können, weil die ganzen Informationen, die er von den Mitarbeitern braucht, davor schon im System präzise abgelegt wurden. Ja. Andersrum formuliert, wenn ein Mitarbeiter komplett gehen sollte,
dann darf der kein Wissen mitnehmen, was nicht irgendwo schon gespeichert ist, über irgendeinen Kunden. Das muss eigentlich der Weg sein. Und vielleicht ein was noch zu präziser Kommunikation, es sollte auch standardisierte Kommunikation sein. Ja. Nicht nur, dass es präzise ist, sondern dass es auch wirklich einheitlich ist. Also ja. Ich weiß genau, egal, wer jetzt den Kunden abschließt, ist mal hart gesagt, ne? Ja. Wer jetzt die Beratung gemacht hat, im Endeffekt ist immer das gleiche Formular, die gleiche Checkliste, die gleiche Datei ausgefüllt, die immer auf die gleiche Weise ausgefüllt ist. Und es ist komplett egal, wer das danach sich anschaut, der weiß gar nicht, wer das davor eingetragen hat. Gut, er weiß am besten, wer schon was dokumentiert ist, aber er sieht einfach immer das Gleiche, egal ob es der Praktikant war, ob es der Chef war oder ob es jemand Externes war. Ja. Das muss das Ziel eigentlich sein. Genauso mit Aufmaßblättern und so weiter, Beispiel, ne? Dass das auch standardisiert ist. Weil dadurch reduzierst du auch Kommunikation. Ja. Ne? Wenn du klare Felder hast, die ausgefüllt werden, wo auch die Sonderfälle mit abgedeckt sind im Idealfall, da gibt es Möglichkeiten dazu, auch das haben wir hier schon auf dem Kanal schon mal besprochen, wie du auch sowas machen kannst. Genau, das ist einfach standardisierte Kommunikation durch Prozesse. Ne? Genau. Und hier ist noch ganz wichtig, dass wenn du jetzt mal feststellst, du hast einen Prozess geschaffen, du hast deinen Standard geschaffen, dieser Standard funktioniert aber noch nicht, wie er soll, der wirft noch irgendwo einen Fehler auf. Dann kannst du doch gegen vorgehen, ne? Dann kannst du sagen, okay, dann schaffst du halt, fügst du noch einen Punkt mehr bei dem Standard hinzu, dass dann in Zukunft beachtet wird, weil jeder Fehler da, insofern es jetzt kein Anwenderfehler war, insofern wirklich die Sache einfach nicht definiert ist, hilft dir wieder das System zu verbessern. Und du merkst schon, ja, da werden auch wieder Fehler passieren, das ist ganz normal, aber die passieren im besten Fall halt nur einmal und dann hast du das System optimiert, sodass dieser Fehler in Zukunft nicht mehr passieren kann. Und das schafft wirklich einen Hebel, weil du einmal deine Zeit investierst, diesen Fehler zu beheben und in Zukunft jeder Mitarbeiter das richtig machen wird. Und das ist auch der Hebel von Struktur. Ne? Wir haben im dritten Video noch ein drittes Thema. Ich denke, das reicht auch zur Kommunikation jetzt mal. Da hast du auch einige Dinge, die du wahrscheinlich praktisch direkt umsetzen kannst. Wenn das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben, dann verpasst du das nächste Video nicht. Und wenn es Fragen dazu gibt, gerne in den Chat unten schreiben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.